muss eben auch erstmal lernen, mit der KI zu kommunizieren. Ich finde es ziemlich gruselig. Es ist mittlerweile Tag 5 und ich habe immer noch nichts verkauft. Wie viel würdest du dafür ausgeben? Künstliche Intelligenzen wie zum Beispiel ChatGPT werden online als das Ding verkauft, um damit Geld zu verdienen. Ich bin Inken und ich möchte das mal ausprobieren. Ich versuche eine Woche lang mit einer künstlichen Intelligenz Geld zu verdienen und wenn möglich dabei auch nicht noch extra Geld auszugeben. Online-Umfragen, freiberufliche Plattformen, Dropshipping. Das klingt mir jetzt alles noch ein bisschen zu spezifisch. Man kann zum Beispiel auch Prompts erstellen und dann verkaufen. Das klingt jetzt aber auch nach viel Arbeit. Dann kann man scheinbar auch Kunst erstellen, mit zum Beispiel Midjourney, Blogartikel schreiben und so weiter. Da hat man wahrscheinlich auch schon sehr viel Konkurrenz. Also hatte man wahrscheinlich schon vor der KI und jetzt ist es wahrscheinlich nochmal viel schwieriger geworden. Erstellen Sie intelligente Chatbots, die Kundenfragen beantworten oder einfache Aufgaben automatisieren. Das klingt für mich jetzt ein bisschen zu aufwendig, aber diese ganze Sache mit Bildern generieren und Texten generieren, ich glaube, daraus kann ich was ganz Cooles machen. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich ein Kinderbuch schreibe oder schreiben lasse, besser gesagt, und das dann eben mit dem Text von ChatGPT und Bildern von Midjourney zusammenfüge. Jetzt geht es natürlich daran, die Geschichte zu schreiben bzw. schreiben zu lassen. Dafür habe ich jetzt erstmal gefragt, was ein guter Prompt wäre, um sie aufzufordern, eine Geschichte zu schreiben, und auch gefragt, welche Informationen benötigt werden. Und jetzt wurde mir eben ausgespuckt, dass ich sowas wie Alter der Zielgruppe, Hauptcharaktere, Setting, Probleme oder Ziel der Geschichte eben vorgeben soll, damit die KI mir daraus was Schönes spinnen kann. Ich habe jetzt eben gesagt, dass es in der Geschichte darum gehen soll, dass Kinder den Umgang mit Finanzen ein bisschen lernen sozusagen und dass es eben für Kleinkinder im Alter von 5 bis 8 sein soll. Es wurde mir auch schon was direkt ausgespuckt, und zwar Finns Abenteuer im Münzland, eine Reise zu klugen Ausgaben. Klingt für mich jetzt erstmal nicht ganz so kinderfreundlich, die klugen Ausgaben. Da habe ich jetzt schon mal so einen kleinen Draft bekommen, was in der Geschichte eben passieren könnte. Jetzt muss ich quasi die KI noch dazu bringen, das ein bisschen spezifischer zu schreiben und mir wirklich eine Geschichte daraus zu machen. Die Geschichte spielt im Glitzerwald. Jetzt habe ich gerade gefragt, beschreibe den Glitzerwald genauer. Und jetzt genau wurde mir nochmal so ein Abstract hier ausgespuckt. Meine Geschichte steht jetzt soweit. Ich habe jetzt ungefähr 2 DIN-A4 Seiten voll. Ich habe das jetzt nochmal in ein Dokument geladen, weil ich das Ganze jetzt nochmal korrigieren werde, weil es gibt tatsächlich jetzt schon andere künstliche Intelligenzen, die Texte, die von künstlichen Intelligenzen generiert sind, herausfiltern können. Und ich möchte nicht, dass mein Buch irgendwie direkt gesperrt wird, wenn ich es hochgeladen habe. Jetzt kommen wir zum coolen Teil. Und zwar werde ich jetzt Midjourney benutzen. Da werde ich jetzt eben die Bilder herkriegen für mein Kinderbuch. Das Problem ist, dass ich dafür das Geld bezahlen musste. Und zwar 11,90 $. Das sind ungefähr 10,90 €. Das will ich aber auf jeden Fall wieder reinkriegen mit meinen Verkäufen. Und jetzt heißt es kreativ werden für die Bilder. Ich habe jetzt schon mal eine Menge Bilder generiert, die irgendwie zu dem Thema passen. Es ist allerdings auch wieder sehr aufwendig, weil man auch erstmal Midjourney verstehen muss und irgendwie sollen die Bilder auch alle zusammenpassen. Ich schreibe ein Kinderbuch und sage das auch der KI, und ausgespuckt für ein altes, grauhaariges Eichhörnchen wird mir das. Ich finde es ziemlich gruselig aus. Ich mache mich jetzt mal auf den Weg in eine Buchhandlung, denn ich möchte mal gucken, wie echte Kinderbücher aussehen. Hier ist auch so ein All-Time-Favorite aus meiner Kindheit, des Sams. Und da finde ich die Illustration auch so schön. Und ich glaube, mit einer KI kommt man nicht wirklich an das ran, was ich jetzt hier alles gesehen habe. Also ja, die Illustrationen sind echt mega schön. Ich kann es kaum glauben, aber das Buch ist fertig, Finn und das Geheimnis des Glitzerwaldes. Finn ist es gar nicht so schlecht geworden, aber man erkennt halt irgendwie schon, dass es nicht ganz so liebevoll gestaltet ist, wie jetzt die Kinderbücher, die ich mir angeguckt habe. Das ist jetzt natürlich ein bisschen anders. Zu guter Letzt muss ich mir jetzt noch überlegen, wie viel Geld ich nehmen möchte für das Buch. Und es fühlt sich irgendwie falsch an, dafür überhaupt Geld zu nehmen. Also machen wir doch einfach mal 5 €. Ich glaube, 5 € ist erstmal ein guter Deal. Das Buch liegt jetzt beim Selbstverlag und da steht, es dauert jetzt bis zu 72 Stunden, bis das freigegeben wird. Und bisher habe ich ungefähr 6 bis 7 Stunden
damit verbracht. Also mega viel Zeit, die ich da reinstecken musste, obwohl die KI ja eigentlich das meiste für mich gemacht hat. Bisher noch keinen Cent verdient, aber 10 Euro ausgegeben für Midjourney. Ich hoffe, dass ich auf jeden Fall noch ein bisschen Geld einspiele. Ich habe selbst jetzt noch nie ein Buch geschrieben, aber ich denke, wenn man mit einem professionellen Verlag zusammenarbeitet, dann läuft das alles ein bisschen anders ab. Dann hat man ja zum Beispiel auch ein Lektorat, Ansprechpartner und so weiter, die einem irgendwie dabei helfen. Deswegen kann man die beiden Sachen jetzt irgendwie nicht so richtig miteinander vergleichen. Okay, ich habe jetzt einfach gerade die Mail bekommen, dass mein Buch bestätigt wurde und jetzt im Shop zu kaufen ist. Und es hat jetzt ungefähr, ich würde sagen, 3 Stunden gedauert, bis dieser Prozess eben passiert ist. Also ab jetzt kann man es kaufen. Kann KI eigentlich auch ganze Arbeitsplätze ersetzen? Untersuchungen von Goldman Sachs zufolge, ja. Vermutlich können sogar bis zu 300 Arbeitsplätze weltweit mit generativer KI ersetzt werden. Das dauert allerdings noch ein bisschen und das muss uns jetzt auch keine Angst machen, denn schließlich kann KI ja auch nicht jeden Job übernehmen. Laut einer Studie von den Machern von ChatGPT und der University of Pennsylvania sind zum Beispiel Jobs wie KöchInnen, Kfz-MechanikerInnen oder generell Jobs in der Landwirtschaft von den Neuerungen weniger betroffen. Besonders spürbar sind die Veränderungen allerdings zum Beispiel in der Buchhaltung, im Journalismus, in der Mathematik oder beim Programmieren. Goldman Sachs geht sogar davon aus, dass mindestens 2/3 der heutigen Jobs sich stark durch die generative KI verändern werden. Mir ist sogar letztens eine Jobanzeige über den Weg gelaufen, wo der Umgang mit generativer KI als Skill gefragt wurde. Wie ist dein Umgang mit künstlicher Intelligenz? Schreib deine Erfahrung doch gerne mal in die Kommentare. Gestern ist mein E-Book online gegangen, also ziemlich genau vor 24 Stunden. Und bisher habe ich 0 Verkäufe generiert. Ich glaube, ich muss die Werbetrommel rühren. Allerdings möchte ich dafür jetzt kein extra Geld ausgeben, sondern ich werde erstmal im privaten Umfeld und bei der Arbeit den Leuten sagen, dass es dieses wundervolle Buch jetzt zu kaufen gibt. Und ich habe auch nochmal den Preis von 5 Euro auf 4 Euro runtergesetzt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, 5 Euro ist doch zu viel. Ich bin heute im Office, dass ich einfach mal eine Kollegin frage, die selber 2 Kinder hat. Und ihr einer Sohn ist sogar 7, das heißt, er fällt genau in meine Zielgruppe. Hello. Hey. Was ist so dein erster Eindruck, wenn du dieses Cover siehst? Würde dich das ansprechen? Ja, es ist sehr süß und ich glaube, Kinderbücher, also ich suche Kinderbücher ganz oft nach den Bildern aus. Süß aus, die großen Augen, das freundliche Gesicht, das Licht. Wird das dann nachher ein festes Buch oder ist es digital? Nur digital. Das ist natürlich bei Kinderbüchern immer ein bisschen ein Thema, weil die Kinder das einfach auch total gerne anpassen, angucken. Mhm. Mein Sohn hat kein eigenes Tablet. Das heißt, du würdest tendenziell für deine Kinder gar nicht so ein digitales Buch kaufen. Problem für mein Kinderbuch? Kinder haben auf jeder Seite was zu schauen, auch was zu entdecken. Also es ist nicht so ein einteiliges Bild, sondern man kann dann hier auch mal so kleine Sachen entdecken und man zuhört. Du kannst ja einfach mal kurz den ersten Absatz vielleicht so lesen. Ist eine Einführung. Ja? Ja. Also zielgerecht. Ja. Und wenn ich dir jetzt sage, dass das Buch nicht von mir selbst geschrieben ist, sondern komplett mit KI geschrieben und auch die Bilder mit KI generiert. Was sagst du dann dazu? Okay, ja. Das würde mich jetzt vom Kauf nicht abschrecken. Nee? Okay. Nee, überhaupt nicht. Wie viel würdest du dafür ausgeben? 12 bis 15 Euro. Echt? So viel? Okay, cool. Dann danke für deine Einschätzung. Gerne. Das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Ich habe jetzt mal die KI gefragt, wie ich denn am besten mein Buch verkaufen kann. Unter anderem soll ich eine Website oder Landingpage machen, in sozialen Medien dafür werben, Blogger oder InfluencerInnen fragen, ob sie dafür Werbung machen, E-Mail-Marketing betreiben oder Werbekampagnen schalten. Das klingt für mich auf jeden Fall alles ziemlich aufwendig und gerade sowas wie Werbekampagnen kosten natürlich auch Geld. Wenn man wirklich einen Verlag hat mit seinem Buch, dann übernimmt natürlich auch der Verlag die Pressearbeit und das fehlt mir jetzt halt komplett. Ich bin jetzt mal gespannt, ob sich das Buch übers Wochenende nochmal verkauft. Ja, ansonsten ist entweder das Experiment gescheitert oder ich muss wirklich nochmal vielleicht ein bisschen Geld investieren. Wuhu, das Warten hat sich gelohnt. Ich habe was verkauft und zwar direkt 2 Bücher. Und ich freue mich mega. Es hat sich also doch gelohnt. Es geht langsam los. Allerdings weiß ich auch, wer die Bücher gekauft hat. Und zwar 2 Kolleginnen von mir. Also hat die Werbung schon gefruchtet, die ich im Unternehmen gemacht habe. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall erstmal mega, dass ich was verkauft habe. 7 Tage sind jetzt vergangen, seit ich mein Kinderbuch online gestellt habe. Seitdem habe ich einiges gelernt. Erstens, es ist gar nicht so einfach, ein Kinderbuch mit KI zu schreiben. Und zweitens, selbst wenn man es geschafft hat, ist es gar nicht so einfach, das zu verkaufen. Mein Ziel war es, so wenig Aufwand wie möglich zu haben und möglichst kein Geld auszugeben. Allerdings habe ich 10,90 € ausgeben müssen, weil ich eben die Bilder mit einer KI generiert habe. Und bis zum heutigen Tag habe ich 2 Exemplare des Buches verkauft. Die haben jeweils zwar 4 € gekostet, aber davon kriege ich natürlich nicht alles, weil der Verlag, über den ich das publiziert habe,
krieg davon auch noch was ab. Deswegen habe ich insgesamt für die beiden Bücher jetzt 5,24 Euro bekommen. Das ist ja gerade mal die Hälfte von dem, was ich ausgegeben habe. Das heißt, momentan bin ich auf jeden Fall in einem Minus. Und ich muss sagen, der Aufwand für das Kinderbuch war auch recht groß. Also insgesamt mit allem drum und dran, würde ich sagen, habe ich mindestens 10 Stunden daran gesessen, wenn nicht sogar länger. Deswegen würde ich sagen, ist das Experiment für mich jetzt leider erstmal so ein bisschen gefloppt. Und ich kann nicht bestätigen, dass es momentan super einfach ist, mit KI schnell nebenbei Geld zu verdienen. Ich werde dem Ganzen jetzt allerdings nochmal so 1,5 Wochen Zeit geben und euch dann nochmal ein finales Fazit geben. Das Buch ist jetzt seit 4 Wochen online und ich bin leider nicht über die 2 Verkäufe hinausgekommen. Das heißt, ja, das Experiment ist für mich leider nach wie vor gescheitert. Wenn du wissen willst, ob mein Kollege Richie mehr Glück bei dem Versuch hatte, nebenbei etwas Geld zu verdienen, dann schau doch mal in dieses Video hier rein. Da versucht er, ein Möbelstück aufzumöbeln und das zu verkaufen. Und damit verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!